Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wie auch schon in der letzten Folge sind wir hier unterwegs, um diese geheime Basis der Advent-Soldaten zu infiltrieren. Und es ist noch ein weiter Weg. Unser Trupp sitzt hier im Moment unten rechts in der Karte fest und schleicht sich langsam an. Und ihr seht das hier. Da müssen wir hin, wa? Genau. Hier müssen wir hin. Hier ist ganz schön viel Wasser auch. Da Das sind an doch der. irgendwie, sind das, da sind doch Körper in diesem grünen Zeug, oder? Was? Haben wir das da gerade? Da, guck mal, links sind doch, das sieht doch aus wie so Igittigit. Na gut, und wir sollen natürlich alle, wir sollen alle umlegen und wir sollen wahrscheinlich hier dann evakuieren. Wir haben aber kein Zeitlimit, das heißt, wir sind ein bisschen langsam unterwegs heute. Beeilen uns nicht allzu sehr, sind dafür ein bisschen vorsichtiger. Wir haben nur vier Leute dabei. Hat denn der Chat vielleicht eine Meinung, ob wir eher mit Granaten gerade vorgehen sollen oder eher vom Dach Was schießen denn hier? sollten? Ich frag mal in die Runde. Was meinst du denn, Timo? Du würdest eher. Ich bin da ganz offen noch, also ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Wir haben ja hier oben rechts einen Geschützturm, muss man sagen. Also hier und der hat uns bisher noch nicht abgeschossen, weil wir noch verborgen sind. So schätze ich. Und das sieht man hier oben noch, oben am Bildschirmrand ist dieses Verborgen-Symbol. Das heißt, die schießen nur auf uns, wenn wir in den roten Bereich gehen. Oder sie natürlich in uns reinlaufen in ihrem Spielzug. Also hier gibt es schon zwei Soldaten, haben wir schon gefunden, die laufen da rum. Mehr kennen wir noch nicht. Na gut, also erstmal noch ein Stück anschleichen, meinst du? Ja, ich würde mich aber ein bisschen anschleichen. Wir haben hier oben noch jemanden, aber wenn, genau, wenn der jetzt aktiv wird und entdeckt wird, dann kann es sein, dass der Geschützturm, der da drüben steht, einfach diese, ja, den hier, die Karen Anderson, dann einfach flankiert und das war's für sie. Das wäre ganz, ganz schlecht. Umso mehr vermutlich, wenn wir uns hier in die Mitte stellen und dann schießen. Es wird nur schlimmer, wenn wir rüberlaufen, denke ich. Aber im Moment spät sie da oben ein bisschen für uns. Alex sagt Bescheid, falls irgendwelche Sachen kommen, was wir machen Ja, sollen. bisher ist noch keine Meinung da. Es ist die Frage, ob wir nah genug für Granaten dran sind. Das scheint ja zumindest zum Werfen noch nicht so zu sein. Aber Kieran McCarthy wollen wir ja jetzt mal ein bisschen näher ranbringen. Oder kann der jetzt schon dahin schießen? Nee. Splittergranate abfeuern, das ist knapp. Wenn du eine halbe Bewegung machst, bist du dann nah genug dran vielleicht? Nee, auch noch nicht ganz, oder? Ja, ich würde mich mal hier so irgendwo platzieren. Nehmen wir mal. Ich weiß nicht, wie weit nah wir rangehen, ne? Gebäude ist auch immer so eine Sache. Vor allen Dingen, wenn die dann dran sind und in unsere Gegend kommen, Ja. vielleicht entdecken die uns dann. Also, Mach mal jetzt lieber wäre hier. noch die Chance für den Erstschlag. Bin dabei. Ja, wir Bin laufen mal wieder dabei. runter. Dum-dum-dum-dum. Das Komm Fiese her, ist doch Bringe auch. Leichen. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Okay, sieht so aus, als würden wir mitten in der Mission noch neue Sachen kriegen. Bisher noch nicht. Aber kann sein, dass wir noch jemanden hier retten müssen oder so. Uah. Mal sehen. Coyote, unsere Nahkampfspezialistin, läuft auch ein Stück nach vorne, macht sich bereit zum Angriff. Ach komm. Einfach mal hier vorne hin. Bewegung, Bewegung. Feuerschutz ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich das jetzt aktiviere und jemand läuft einfach in das Sichtfeld rein, Dann haust du den einfach weg. dann haue ich den einfach weg, obwohl wir verborgen bleiben wollten. Ist nicht so toll, ne? Das wär tatsächlich ungünstig. Ich mag ja Eher sonst Feuerschutz unglücklich. total gerne, aber. Ja, komm. Bin gleich da. Ganz unauffällig, der Gremlin fliegt dann noch hinter seinem Kopf her. Ja. Ich glaube, sie muss man mit nach unten. Was? Karin muss mit nach unten? Nee? Okay, lassen wir oben. Erstmal noch mal oben lassen. Alles klar, oben lassen. Dann chillt sie. Wie passt man? Deckung, ne? Wahrscheinlich. Deckung kannst du machen, ja. Ja. Dann macht sie erstmal nix. Dann deck mal. Das Bleibe in Dachdecken bitte. Stellung! Okay, die Patrouille geht zurück. Das ist schlecht. Kann die nicht stehen Das bleiben? ist schlecht.
Stehen bleiben wir. Wir warten, bis sie wiederkommt. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Es dauert noch eine Weile. Einfach 8 Runden Deckung und dann stehen sie da wieder. Nee, dann gehen wir. Okay, mit den Leichen sollten wir jetzt aber noch nicht irgendwas machen, oder? Glaub nicht. Also irgendwie untersuchen oder hacken oder was auch immer. Nee. Ich guck mal, was Brian Barry so sagt, ob er schon hacken kann. Er kann schon Leuten helfen, die verwundet sind. Ich hoffe, uns geht's aber noch gut. Okay. Also wir können auf jeden Fall hier vorbei schon, aber ich weiß nicht, ob wir die, wenn wir die jetzt umlegen, dann ist die Tarnung weg, ne? Ja. Schade. Aber wir müssen sie ja umlegen, weil das Ziel ist ja, erledige alle feindlichen Einheiten. Obwohl das da oben links nicht steht. Da steht nur untersuchen. Ja. Na, vielleicht kommt das, wenn wir das erste Mal gesehen werden oder die dann uns entdecken. Und los jetzt. Okay, hier kommt gerade der Vorschlag rein, eher weiter zum Ziel zu gehen, als jetzt in den Kampf zu gehen. Ah, okay. Ja, auch eine Idee. Dann machen wir das, oder? Dann machen wir das, ja. Warum nicht? Vielleicht geht es ja wirklich ohne, dass wir die alle über den Haufen schießen müssen. Das wäre total praktisch. Mehr so à la Shadow Tactics. Ein bisschen. Atlant hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Okay, dann hole ich sie aber jetzt nochmal doch vom Dach runter. Ja, das ist gut. Wird gemacht. Lauf bitte mal bitte nicht durch irgendeinen roten Bereich. Moment, ich gehe noch kurz an dem Geschützturm vorbei. Da ist mein Nutella-Brot. Ja, genau. Das brauche ich. Ich weiß nicht, von wo die Gegner hier kommen, ne? Naja. Dann mal los. Jetzt kommen sie, oh nein. Nix los. Und stopp. Okay, sie machen anscheinend immer das hin und her. Zumindest scheint es erstmal so. Oh, das war aber auch schon knapp. Ich könnte sie jetzt ausschalten. Mit der Granate, meinst du? Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Dann werden wir halt gesehen, ne? Soll ich das jetzt tun oder nicht? Oh. Ah. Granaten oder nicht? Granaten oder nicht? Aber wenn beide tot sind, werden wir dann wirklich gesehen? Auch von den anderen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, hier steht jetzt Granate. Ich lese Granate. Du liest Granate. Hat noch jemand einen blauen Umschlag und 50 Euro, wenn wir es nicht mit der Granate probieren? Nein, okay, dann kommt hier die Granate. Kein Problem. Ist auch safe, safe, ne? Ja, da steht 3-4 Schaden in dem Bereich, also sollte das hinhauen. Und Trefferquote war ja 100%, oder? Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann ja. Wir sind noch verborgen. Feinde neutralisiert. Und guck mal, die Augen sind noch da. Das heißt, das. Oh ne, jetzt sind wir aufgedeckt. Mist. Ja, ne? Ist doch nicht ganz unerwartet. Ehrlich gesagt. Okay, wir spielen mal wieder hier ein bisschen durch die Gegend. Ach, Kojote. Soll ich dafür Kojote benutzen? Wir wollen natürlich auch Kieran McCarthy nicht alleine lassen. Also, können wir hier rüber? Ja. Theoretisch schon. Theoretisch schon, ja. Wenn dann, also ich habe halt, also, weiß ich nicht. Ich sag dir, die stehen auf noch, die Leichen. Sie klettern aus ihrer grünen Suppe raus und greifen uns an, wenn wir auf den Zug klettern. Oder auch nicht. Hoch. Edwin, Boden trocken. Merkst du dir, wo die sind? Klar. Die können durch das rote Zeug durchlaufen, das können wir vermutlich nicht, oder? Wow, die sind ja gleich um die Ecke. Die sind direkt neben uns. Und ich glaube, diese roten Fensterdinger, das sind so One-Way-Schilde sozusagen. Für die sind die Schilde und für uns Wände. Aha. Sozusagen, aber die können da durchlaufen. Stell ich mir so vor. Okay, wo ist denn der Gegner jetzt? Hier, ne? Haben wir gesehen? Da waren, glaube ich, 3. Da sind welche. Und dann da der Sektoid und 2 Standardsoldaten. Okay, der Sektoid ist ja unser Lieblingsgegner, den da
haben wir jetzt zwei Leute schon, die den wegputzen. Ja. Aber wir sehen, Kieran McCarthy ist in Bedrängnis. Der wird vermutlich gleich irgendwie vom Sektoiden was abbekommen. Oder wir schicken ihn noch weg. Nee, er hat ja schon geschossen. Ach so, ist das noch die gleiche Runde? Oh ja. Nein. Stimmt, das war ja nicht Alien-Aktivität, das war ja irgendwas anderes noch, oder? Irgendwie so eine Cutscene einfach so zwischendurch. Also, jetzt haben wir natürlich schon einen da. Aber der hat das getriggert. Das. Ach, wer kann denn jetzt noch was machen gerade? Ja, die beiden hier. Nur die beiden? Ja. Und die können, schießen wird ja nichts. Das ist ja dann doch zu weit weg noch. Also, aber vielleicht kannst du dann hinter den Kaktus und Overwatch machen? Also Feuerschutz? Ja. Ja, kann ich machen. Machen wir mal. Dann kann zumindest von den kleinen Soldaten wahrscheinlich keiner kommen, weil die sind ja mit einmal dann auch über den Haufen geschossen. Und der Sektoid, ja, müssen wir mal gucken, ob der dann Panik auslöst oder so. Ja, ich hoffe zum Beispiel, wenn jetzt hier einer steht, ne? Dann rennt er ja hier schon durch und flankiert uns hier, oder? Wenn wir hier stehen. Das wäre schlecht, ja. Ja. Können die denn flankieren, wenn sie da sind? Ja. Aber läuft er denn wirklich so weit? Das wäre ja dann auch eine doppelte Aktion mit Laufen für ihn, oder? Wenn er so weit laufen will? Kann sein, ja. Na gut, also Brian Berry. Oh Gott. Ja, es ist... Ah, was sollen wir tun? Der kommt da gar nicht hin, der kann nicht Feuerschutz machen da. Ach so, weil das ein Feld zu weit ist. Ja. Kann das jemand anders machen? Ja, sie vielleicht. Ja, sie. Okay, dann machen wir das mit ihr. Dann machen wir das mit Jane. Also lauf mal hin. Rücke vor! Und Feuerschutz. Und Feuerschutz, okay. Mit der Schrotflinte, na ja, gut. Ja. Besser als nix. Oder wie sind die... Bestätigt, ja. Überwachung läuft. Aber endlich passiert mal was hier, was nicht vorgesehen ist, sozusagen. Du läufst direkt da, weiß ich nicht, ist das gut, wenn zwei Leute auf einem Haufen stehen? Nee, ne? Was macht er jetzt? Geht er hier hin? Auch nicht so gut, ne? Also gut wäre natürlich irgendwo noch Feuerschutz aktivieren zu können, aber da ist der Bewegungsradius wohl zu klein für. Obwohl von da... Ja, weiß ich nicht, wollen wir das probieren da? Da hingehen und noch Feuerschutz machen? Ja. Ja gut, dann machen wir das so. Begebe mich zum Ziel. Alle wieder zurück. Marsch, marsch. Na gut, Feuerschutz da. Feuerschutz. Bereit für die Alien-Aktivität? Ja. Ja. Bestätigt, Überwachung läuft. Ja, musst du dich wenigstens noch bewegen, um was zu machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Die können doch immer so ihre super Telekinese-Reichweite ausnutzen. Auf die Leichen auch einfach schon. Ja, stimmt, der holt jetzt einfach einen Kollegen wieder. Müssen wir mal gucken, ob Jane den gleich klein schneiden kann. Ja. Warte. Was? Ja. Das war knapp. Leute, ihr könnt euch wenigstens bewegen. Wir haben Feuerschutz an. Ja, genau so. Schade, das war daneben. Wie cool sie nachlädt. Fehlschuss. Der hat getroffen. Wow. Das war gut. Feind eliminiert. Stark. Förderung verdient. Ja, der es noch schafft. Ah, da ist noch ein Sektoid. Oh nein. Er weiß noch gar nicht, dass er tot ist. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Oh nein, was macht er jetzt? Mist. Nein. Ja, die sind, beschaffen. Wenn sie nicht flankiert werden, sind sie noch in Deckung, ne? Das ist echt ganz gut. Ah ja. Und wir können Brian Berry diese Runde nicht bewegen. Okay, ich würde sagen, wir machen ein kleines Folgenpäuschen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Okay, auf ein spannendes Gefecht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.